Vor langer, langer Zeit gab es in einem Wald ein verstecktes Dörfchen, in dem winzige Geschöpfe lebten. Die Schlümpfe. Sie waren herzensgut, fröhlich und freundlich. Aber es gab da noch Gargamel, den bösen Zauberer. Ein übler Bursche. Ah, ich hasse Schlümpfe! Oh, ich schnappe dich. Ich werde euch alle schnappen. Und wenn es das Letzte ist, was ich in meinem Leben tue. Ich schnappe euch doch noch. Eines Tages finde ich euer Dorf und dann könnt ihr was erleben. Das Dörfchen gibt's immer noch. Und wenn ihr genau hinhört, könnt ihr Gargamels Wutgeschrei hören. Und wenn ihr lieb seid, dann könnt ihr vielleicht sogar ein paar Schlümpfe sehen. Anblick für Schlumpfaugen. All meine kleinen Schlümpfe sind mit der Ernte beschäftigt. Pauli? Was? Oh, Audi. Ich komme, Papa Schlumpf. Wieso hilfst du nicht mit, die Ernte einzubringen? Oh, ich wollte gerade anfangen, Papa Schlumpf, aber ich habe furchtbare Schlumpfschmerzen. Und mein Rücken tut so weh. In meinem Bauch schlumpft es und so. Gut, du hast dich jetzt genug ausgeruht. Geh und bring uns endlich Wasser. Ja, sofort, Papa Schlumpf. Jetzt könnte ich einen Schluck Wasser vertragen. Das könnten wir auch, aber Fauli hat uns kein frisches Wasser geholt. Was, nicht? Ich wette, er schläft irgendwo schon wieder. Na, wenn ich den finde, werde ich ihm mal gehörig meine Meinung verschlumpfen. Eine Frechheit. Niemand führt Papa Schlumpf an der Nase herum und wer... Du gehst sofort in den Wald und wirst Brennholz besorgen, Fauli. Ja, Papa Schlumpf. Gute Idee, Papa Schlumpf. Wie ich schon sagte, wir haben keinen Platz für solche Faulenzer. Torti, du wirst ihm dabei helfen und keine Ausreden, bitte. Arbeiten, arbeiten, das ist alles, was wir tun. Kein Grund zu nörgeln, Fauli. Papa Schlumpf sagt, wir Schlümpfe müssen alle miteinander an einem Strang ziehen. Im Übrigen schadet ein wenig harte Arbeit keinem Schlumpf. Richtig? Falsch! Meine Theorie bedarf einer erneuten Überprüfung. Ich habe es satt zu arbeiten. Ich will nur ein wenig schlafen. Alles, was ich bloß möchte, ist ein Korb voller Schlumpfbeeren. Ich bin zu müde, um zu essen. Ja! Der perfekte Platz für ein Nickerchen. Ah, nur ein bisschen ausruhen. Und dann gehe ich gleich wieder an die Arbeit. Fauli. Oh, was ist los? Bah, wer bist du? Ich bin Cicero. Und du, mein Freund, bist überarbeitet. Sag ich doch. Was du dringend brauchst, sind Ferien. Und ich habe den optimalen Urlaubsort für dich. Warte mal. Welchen Ort? Natürlich das Paradies. Es gibt dort keine Arbeit, keine Verantwortung und keinen Schlumpf, der dir sagt, was du tun sollst. Es wird dir gefallen. Also ich, Fauli! Fauli! Na gut, ich komme mit. Aber nur ein paar Minuten. Auf ins Paradies. Hier entlang. Da ist er. Fauli, wo warst du? Wir haben noch viel Arbeit vor uns. Nun komm schon. Hast du gesehen? Fauli ist geradewegs mitten durch den Wasserfall geschlumpft. Torti, wir müssen ihn retten. Du gehst und siehst nach, wohin er verschwunden ist, während ich auf das Brennholz aufpassen werde. Oh nein, Schlaubi. Du kommst nämlich mit. Warte, lass uns das in Ruhe von Schlumpf zu Schlumpf besprechen. Oh, fantastisch. Wow. Schaut her, willkommen im Paradies. Ich bin Bacchus, euer Gastgeber. Was immer ihr begehrt, ihr sollt es bekommen. Oh, Schlumpf, Schlumpf, vielen Dank, Mr. Bacchus.
Ja, vielen, vielen Dank. Aber wir können doch nicht den ganzen Tag faulenzen. Wir sollten Brennholz holen. Brennholz? Hier ist genug davon. Und Papa Schlumpf sagt immer, dass wir nicht mit Fremden reden sollen. Aber ihr seid doch hier bei Freunden. Und Papa Schlumpf wird sehr böse sein, wenn er... Ach, Schlaubi, sei doch kein Spielverschlumpfer. Ja, Schlaubi. Ruh dich ein wenig aus. Ja, amüsiert euch, ihr kleinen Schlümpfe. Das Leben ist sehr kurz. Ich habe fast in jedem Bett hier geschlafen. Jetzt kriege ich kein Auge mehr zu. Und ich kann kein Törtchen mehr essen. Mir ist langweilig. Mir auch. Mir auch. Sag ich doch. Huhu, Mr. Lachus. Bacchus, ja, was kann ich denn tun für euch? Mehr Kissen, mehr Gebäck vielleicht? Mehr Aufregung, bitte. Ja, mir ist sehr langweilig. Ja, mir auch. Mir auch. Wollt ihr ein Spiel spielen? Wir könnten doch Verstecken und Jagen spielen. Das ist sehr lustig. Verstecken und Jagen? Das kenne ich gar nicht. Das ist lustig. Ihr Schlümpfe, versteckt euch und Cicero und ich werden euch jagen. Los geht's. 1, 2, 3, 4... Das ist ein perfektes Versteck. Hier findet er uns nie. Na, hoffentlich nicht. Ich bin von dieser Rennerei ganz müde. 8, 9, 10. Alles muss versteckt sein. Wir kommen. Sie wollten etwas Aufregung. Wir werden Ihnen Aufregung verschaffen. Kannst du sie sehen? Nein, aber ich fühle, sie sind ganz in der Nähe. Und zwar genau da. Ich habe aber nur 2 Stimmen gehört, Bacchus. Ach, halb so schlimm. Den dritten haben wir auch gleich. Pauli, hilf uns! Würdet ihr zwar endlich mit diesem Radau aufhören? Hol uns hier raus, Pauli! Nie kann ich in Ruhe schlafen. Ja, sag mal, wie seid ihr denn da bloß reingefallen? Ich weiß nicht. Es ist einfach so passiert. Klar, einfach so. Kommt, wir werden ein besseres Versteck finden. Überraschung, Überraschung! Was? Verschwunden? Wo sind sie nur? Nur keine Sorge, sie können noch nicht weit weg sein. Ja, du hast recht. Und ich wette, Cicero, dass sie genau da hinten sind. Hier finden sie uns nie! Vorsicht! Hey, was soll denn dieser Quatsch? Wieso wir? Das waren wir gar nicht. Diese Statue hat sich eben bewegt. Ich bewege mich auch, und zwar in ein ruhigeres Versteck. Hey, warte auf uns! So, jetzt haben wir euch. Ah, sie sind schon wieder entkommen. Langsam werde ich wütend. Bleib bitte ganz ruhig. Du wirst sie ganz bestimmt bald finden. Allerdings, das werde ich. Ganz egal, wo sie sich verstecken. Dieses Mal werde ich sie verwischen. Aha, jetzt habe ich euch entdeckt. Hey, seht mal, hier geht es raus. Das sieht aber sehr gefährlich aus. Das Spiel dauert viel zu lange. Komm, Cicero, es wird Zeit, dass wir aufhören zu spielen und ernst machen. Denn ich habe Hunger. Du hast recht, Schlaubi, es sieht wirklich gefährlich aus. So gefährlich kann es gar nicht sein, ich schlumpfe Hausmannskost. Eine Botschaft von Bacchus? Hier ist das Spezialmenü für heute. Ah, ich verstehe, wir haben Gäste zum Essen. Hey, das sind wir. Oh ja, Bacchus wünscht ein Soufflé à la Schlumpf heute. Was? Soufflé à la Schlumpf? Na klar sind wir das. Oje, oje, lasst uns hier verschwinden. Ihr wollt doch nicht etwa abhauen? Was? Wir doch nicht? Nein, niemals! Sehr gut.
Es wird Zeit, das Spiel zu Ende zu bringen, weil ihr nämlich jetzt eure Rechnung bezahlen müsst. Bezahlen? Aber wir dachten, es wäre alles umsonst. Umsonst? Ihr kleinen Dummköpfe! Irgendjemand muss mein Essen kochen, mein Holz hacken und meinen Garten pflegen. Da ihr aber zu klein seid, um etwas derartiges zu machen, gibt es nur einen nutzbringenden Platz für euch. Und zwar auf meinem Teller. Nein! Lass sie nicht entkommen! Wir kriegen sie. Ihr werdet mir nicht entkommen, Schlümpfe! Niemals! Mächte des Übels, jetzt höret mir zu! Haltet die Schlümpfe, ich bitte im Nu! Nein, lass mich los! Pauli! Oh nein, bitte nicht, nein! Was? Pauli, wir haben dich schon fast überall gesucht. Papa Schlumpf hat gesagt, wir sollen vor Sonnenuntergang zurück sein. Ja, es ist gleich soweit. Ach ja? Oh, ich bin so froh, euch zu sehen. Wirklich? Wir haben es geschafft, Schlümpfe. Wir sind rechtzeitig fertig geworden. Und das hätten wir niemals geschafft, hätten nicht alle Schlümpfe dabei geholfen. Pauli, du bist der einzige Schlumpf, der noch wach ist. Warum bist ausgerechnet du noch nicht ins Traumland verschwunden? Ich bin schon im Traumland gewesen, Papa Schlumpf. Und ich kann dir sagen, so toll ist es da nun auch nicht.